Hallo und herzlich willkommen, Internet, zum nächsten Teil meines Let's Plays Batman Arkham Asylum. Beim letzten Mal sind wir aus dem ersten Bereich des Asylums entkommen, haben uns in den Garten geschwungen und sind dann auf die Suche nach unserem Auto gegangen. Und jetzt fragt Batman sich natürlich, hey Mann, wo ist mein Auto? Und um diese Frage zu beantworten, da vorne. Und ein paar Nichtsnutze mit, ich sehe es jetzt schon, total abgedrehten, geilen Frisuren mal wieder, demolieren unser Auto. Und das kann Batman natürlich gar nicht gut heißen. Die ganze Insel steht bald unter meiner Kontrolle. Genau so ist es, Jungs und Mädels. Wartet nur, bis ihr meine Pläne für diesen Ort hier seht. Es wird fantastisch. Und ich finde natürlich gar nicht gut, was die dann mit meinem Auto machen. Und deswegen wird Batman jetzt mal ein paar Köpfe einschlagen. Was ist passiert? Lass mich den verletzen! Ich versuche natürlich alle Gegner auszukontern. Und bam! Es gibt einen Vorrat an Explosivgeld im Kofferraum des Batmobils. Vielleicht brauche ich es. Da haben wir das schöne Batmobil. Ist jetzt wirklich etwas lediert. Aber wie wir gerade gehört haben, ist der Explosivgeld drin und das stibitzen wir uns natürlich erstmal. Explosivgel kann benutzt werden, um strukturelle Schwächen in der Bausubstanz von Arkham zu zerstören. Warnung! Explosionen können Umstehende verletzen. You don't say! Harley hat das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Batmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat. Tja, sieht so aus, als hätte es hier eine Rangelei gegeben. Rangel. Er kennt es nicht. Gordons Pfeife. Barbara hat sie ihm gegeben. Er würde sie niemals zurücklassen. Das scannen wir direkt die Pfeife von Commissioner Gordon. Wild Country, Gordons Lieblingstabak. Gordon ist schlauer, als er aussieht. Er hat mir eine Spur hinterlassen, der ich folgen kann. Oracle, ich habe eine Pfeife gefunden. Darin sind die Initialen deines Vaters eingeschnitzt. Die habe ich ihm letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Er würde sie niemals zurücklassen. Genau. Er hat mir eine Spur hinterlassen. Er lebt, Barbara. Genau, und an dieser Stelle ist es vielleicht auch mal ganz sinnvoll, wenn wir uns die Charakterbiografie von Commissioner Gordon und Oracle mal durchlesen. Commissioner Gordon. Police Commissioner James W. Gordon setzt vergleichsweise erfolgreich alles daran, den Sumpf der Korruption innerhalb des Gotham City Police Departments trockenzulegen. Gleichzeitig stellt er sich den kriminellen Elementen der Stadt entschlossen entgegen, um Gotham City zu einem lebenswerten und sicheren Ort zu machen. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, dass er eine Allianz mit einem weiteren Gesetzeshüter geschlossen hat. Einem mysteriösen Mann der Selbstjustiz namens Batman. Ja, jeder von euch sollte eigentlich Commissioner Gordon kennen. In den Christopher Nolan-Filmen wurde er gespielt von Gary Oldman. Und meiner Meinung nach der beste James Gordon, den wir bisher auf der Leinwand gesehen haben. Er ist ein erfahrener Police Officer, ein ausgebildeter Kriminologe, beherrscht verschiedene Nahkampftechniken und ein erfahrener Scharfschütze. Und warum kümmert sich Oracle so sehr um James Gordon? Ganz einfach, denn Oracle ist seine Tochter.
Nachdem Police Commissioner James W. Gordon seiner Tochter Barbara Gordon die Aufnahme in das Gotham City Police Department verwehrt hat, nahm sie die Identität des Batgirls an und kämpfte fortan an Batmans Seite gegen die kriminellen Elemente von Gotham. All das endete, als ihr der Joker durch die Wirbelsäule schoss und sie ihre Identität als Batgirl aufgrund ihrer Querschnittslähmung aufgeben musste. Seitdem verfolgt sie den dunklen Ritter unter dem Namen Oracle aus dem Rollstuhl heraus mit einem Strom an computergeschützten Informationen, um dessen Kampf gegen das Verbrechen auch weiterhin zu unterstützen. Also, sie ist die Tochter von Commissioner Gordon, das ist Barbara Gordon. Sie war früher Batgirl, die weibliche Variante von Batman neben, wobei die weibliche Variante kann man nicht genau sagen, sie war halt auch mehr so wie so ein Lehrling, so wie Robin, nur halt die weibliche Version. Und, wurde durch einen Revolverschuss vom Joker in die Wirbelsäule querschnittsgelähmt. Und seitdem ist sie halt Oracle, sitzt im Rollstuhl und ist so eine Art Mega-Hacker. Und sie versorgt Batman unentwegt mit Informationen, mit Karten, mit sonstigem Kram. Haben wir ja auch schon alles im Spiel gesehen. Er steht die ganze Zeit mit ihr unter Funkkontakt. Sie hat ein fotografisches Gedächtnis, erinnert sich an nahezu alles, was sie liest oder sieht. Hightech Hauptquartier und umfassendes Archiv im Uhrenturm von Gotham City. Überragende Hackerin und Computerexpertin. Ja, das beweist, dass man nicht unbedingt der krasse Athlet sein muss, um Batman zu helfen. Nein, man kann das auch aus dem Rollstuhl heraus. Wir sehen jetzt hier wieder eine strukturelle Schwäche und da können wir endlich mal zum ersten Mal unser Explosivgel benutzen. Habe ich jetzt gerade ausgerüstet. Dann zünden wir das doch direkt mal. Boom! Und was finden wir da unten? Eine Riddler-Trophäe. Sehr schön. Und ich würde sagen, dann begeben wir uns jetzt mal nach Arkham West. Das ist ja hoffentlich der richtige Ort. Ja, ich schalte mal wieder definitiv sicher an. Die Sicherheitstüren sind verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden, um wieder auf Gordons Spur zu stoßen. Genau so sieht's aus. Und was haben wir denn hier? Die Wand vor mir ist dünn genug. Mit dem Explosivgel kann ich einen Weg freisprengen. Dann machen wir das doch noch direkt mal wieder. Auch sehr schön ist, dass Batman, wenn man sich das mal genau anguckt, nicht einfach irgendwas hinmalt. Nein, er malt ein Batman-Symbol mit seinem Explosivgel. Weil komplett unnötig. Vor allem auch dadurch, dass das gleich sowieso wieder zerstört, aber... Das sind so kleine Details, die ich besonders mag. Bam! Und auf ist die Butze. Hallo. Jemand zu Hause? Zaz zählt darauf, dass du seine Arbeit findest. Hier wieder ein Riddler-Rätsel. Bin ich auf jeden Fall richtig. Was ist mit euch los? Das sind Insassen. Und die hämmern hier rum. Ja, Jungs, Bob, der Baumeister, könnt ihr übereinander spielen? Ihr habt euch echt eine beschissene Zeit dafür ausgedacht. Die waren jetzt nämlich auch blau eingefärbt, also habe ich mich vorhin doch nicht zu sehr enttäuschen lassen. Jemand. Der ist tot. Und ich muss erstmal die Tabakspur wiederfinden. Hier geht's lang. Los, Kollege. Batman, was ist los? Die Verrückten bewegen sich auf das Medizingebäude zu. Und was macht Joker? Er versucht, die Insel Stück für Stück zu übernehmen. Sieht aus, als wäre das Medizingebäude sein nächstes Ziel. Ist jemand aus dem Gebäude entkommen? Ich sah, wie ein Doktor versuchte, rauszukommen.
Er wurde zerrissen, ins Wasser geworfen. Er hatte keine Chance. Sie warten hier. Ich bin gleich zurück. Das klingt gar nicht mal so gut. Umso wichtiger sollte es sein, dass wir Commissioner Gordon finden. Junker hier! Lasst mich alle neuen Bewohner von Junkers Anstalt daran erinnern, dass sie einer einfachen Regel folgen sollten. Die Strafe bei Nichtbeachtung dieser Regel ist der Tod. Keine Mensch und Amas. Wisst ihr, was das Beste an dieser Regel ist? Sie ist ein Geheimnis. Tja, der Joker ist einfach ein mieser Hund. Hier sehen wir ganz viele Insassen, die nur darauf warten, von Batman zu Klump gehauen zu werden. Vielleicht kann ich von hier oben schon mal jemanden ausschalten. Er ist hier! Komm schon! Ich glaube, nein, das kommt eher auf dich zu. Dass einer die Party verpasst. Ich bin als Gastgeber zu gut. Ein Knochenbruch nach dem anderen. Machen wir erstmal hier wieder diese Joker-Szene kaputt. Und wir sehen, wir müssen hier rein. Und wer ist denn da? Harley! Da, 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 da. Hey, verschwinde, Batman! Das ist meine Ich-Zeit! Wo ist Gott? Würde ich das nicht gern wissen? Ich bin hier drüben! Halt's Maul! Au! Du dumme Kuh! Harley! Ah! Was macht er hier? Es ist zu früh! Tut mir leid, Süßer. Sei nicht sauer auf mich. Oh, du kleines Luder. Ich kann nie böse auf dich sein. Tut mir leid, Batman. Du musst einen anderen Weg finden. Ciao. Dieser Weg ist versperrt. Ich suche draußen nach einem anderen Weg hinein. Was eine 1er-Lüge vom Joker. Könnte meinen, dass der Joker auch wirklich Gefühle für Harley Quinn hat, aber nein, wenn es hart auf hart kommt, ist sie ihm scheißegal und er hat auch schon mehrfach versucht, einfach aus Jux und Dollerei sie umzubringen. Zumindest in den Comicbüchern. Und jetzt müssen wir uns einen anderen Weg reinsuchen. Und hier auf dem Dach gibt es doch ganz bestimmt etwas. Das sieht doch schon mal ganz verdächtig aus. Ja, hier können wir wieder unser Explosivgel anbringen. Boom! Und offen ist die Butze. So, schauen wir mal, was uns hier drinnen erwartet. Ich will, dass alle Ärzte zusammengetrieben werden. Such das ganze Medizingebäude ab! Ich meine das ernst! Durchsucht jeden Raum, jedes Büro und jeden Mülleimer! Wenn noch ein Arzt versucht zu fliehen und das Gebäude verlassen kann, dann habt ihr nicht so viel Glück! Ich flute das Gebäude einfach mit Nachgas! Und nach euch das Dach!
Man kann über den Joker sagen, was man will, aber er ist einfach cool. Auf seine gewisse Art und Weise. Wo laufe ich jetzt am besten lang? Hier lang? Ja, sieht richtig aus. Lass mich! Sei still und geh mit den anderen darunter! Bewegung! Okay, okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Ich muss sie retten! Ja, ja, ein bisschen Nachdruck in der Stimme ist immer gut, ne, Batman? Nein, ich denke, ich gehe erstmal hier lang. Und wieder verschaffe ich mir erstmal einen Überblick. Sind jetzt ein paar mehr Gegner. So, der steht da immer noch und eigentlich müsste er jetzt gleich durch die Explosion. Dich kriege ich auch. Lass ihn hier, schwärm aus und finde die Fledermaus! Sauber sein, hier stinkt's. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Ich glaube, der da hinten wäre jetzt ganz gut. Ich kann's nicht erwarten, hier raus. Wobei, wenn ich mich jetzt an ihn anschleiche, dann sieht er mich. Deswegen werde ich wohl den hier oben nehmen müssen. Ach Gott, du hast ihn verloren. Oh Leute, ihr macht's mir auch echt. So einfach kann das sein. Ich rufe Dr. Fledermaus. Ist da ein Dr. Fledermaus im Raum? Was ist der letzte jetzt? Ach, da ist er. Schlaf gut. Hallo, ist ein Dorf vorhanden? Nein, Schatz. Ich habe hier einen Haufen verwundeter Geburtsfälle, die ärztliche Hilfe brauchen. Der Raum ist soweit okay. Sie sind in Sicherheit. Batman, hier drüben! Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir haben gerade unsere abendliche Runde gedreht, als auf einmal bewaffnete Gangster reinstürmten und uns als Geisel nahmen. War noch jemand bei Ihnen? Sie brachten jemanden in den Fahrstuhl. Ich weiß nicht wen. Offensichtlich wollten Sie nicht verfolgt werden. Der Fahrstuhl scheint abgestellt worden zu sein. Hier passiert Ihnen nichts. Wir schaffen das schon. Was ist mit den anderen? Wir haben Schüsse gehört. Sie könnten tot sein. Wir sollten hingehen und helfen. Oh, das habe ich vergessen. Dr. Kellerman war im Patientenuntersuchungsraum und Dr. Chen ist in den Operationssaal gegangen. Und Dr. Young ist zum Röntgen gegangen. Okay, bleiben Sie hier. Ich finde die anderen Ärzte. Batman hat uns gerettet. Ich habe nie an seine Existenz geglaubt. Ich hole euch da raus. Alles wird gut werden. Du hast nie an seine Existenz geglaubt?
Was glaubst du denn, wer die ganzen Leute hier eingesperrt hat? Gott! Okay, das ist Dr. Chen. Da ist Dr. Kellerman. Oh ne, da ist Dr. Chen. Vorher war Dr. Yang. Aber das ist doch komplett irrelevant. Ich kann mich irren, aber ich glaube, er sieht 1:1 genauso aus wie die eine Wache, die wir vorher hatten, die William irgendwas hieß. Aber gut. Ich denke, nachdem wir diesen Raum gesäubert haben, ist das wieder eine gute Stelle, um einen Cut zu machen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Teil wieder, wenn ich dann losziehe, um das Doktorentrio zu retten. Und bis dahin sage ich Tschö mit Ö.